Salut, bienvenue, mes amis. Hier ist wieder cooles Filmwelt. Ja, ihr wisst ja, ich habe letztens den Verpackungssammler-Tag mitgemacht. Ich wurde damals vom Filmfreak Marcel nominiert und habe den dann mitgemacht. Hat mir sehr viel Freude gemacht, habe ich ja damals schon gesagt in dem betreffenden Video. Und an dem Tag dachte ich ja, irgendwann muss ich auch mal ein Tag-Video machen. Ja. Gut, und heute ist es soweit. Ja. Ich mache heute für alle jetzt hier den Sehgewohnheiten-Tag. Ja. Ich nominiere auch natürlich vier Leute, ja, die dann, so hoffe ich, mitmachen werden bei diesem Projekt. Ja. Okay, es sind 10 Fragen. Ich werde diese 10 Fragen vorlesen und auch einblenden, währenddessen ich es vorlese und auch selber beantworten. Ist ja klar, die Kohle muss ja auch Rede und Antwort stehen und nicht nur die Fragen irgendwie in den Raum stellen und dann sagen, macht mal Leute. Ja. Also gut, ihr Lieben, jetzt geht's los mit dem Sehgewohnheiten-Tag. Ja. Die erste Frage von 10 lautet, wenn ein Film eine Romanverfilmung ist, liest du dann auch immer die Romanvorlage oder wurdest du durch einen Film schon einmal dazu inspiriert, den dazugehörigen Roman zu lesen? Ja, Nicole muss jetzt natürlich auch antworten. Ja. Gut, ja, also ich lese nicht immer die Romanvorlage zum Film. Ja. Es kam schon mal vor, ich habe damals irgendwie in den 90er Jahren, das waren Mehrteiler aus Deutschland, Sturmzeit gesehen, war damals mit Ben Becker und Jeanette Hein, glaube ich. Und der Film hat mir total gut gefallen, weil es war so ein Generationsdingens, ja, also wirklich, das ging von den 20er Jahren bis in die Jetztzeit, also damals dann in den 90ern, hat es dann geendet. War dann auch mit verschiedenen besetzt dadurch, weil natürlich die Generationen sich natürlich sind gealtert und haben sich dadurch verändert. Später spielte dann sogar Nadja Tiller mit. Ja. Und ja, mir hat der Film so gut gefallen, oder vielmehr war, glaube ich, fünfteilig, ja, oder sechsteilig, aber ich glaube, waren es 5 Teile, hat mir so dermaßen gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich muss mir die Romane kaufen, weil natürlich ist es klar, dass Filme immer nur einen Teil des Romans wiedergeben können, ja. Eben weil ja auch die Produktionszeit nicht zu lange sein darf wegen Kosten und so. Oder einfach, weil man nur das Spezifische dafür nehmen will. Oder aus welchem Grund auch immer. Ich wollte jedenfalls dann die Romane dazu haben. Es waren, glaube ich, auch 4 Romane, glaube ich, zu den 5 Teilen. Und zwar von Charlotte Dink. Ja. Ich habe diese Romane dann verschlungen, tatsächlich. Ja. Das war einzigartig. Es war sehr gut verfilmt, kann man wirklich sagen. Ja. Und es ging halt wirklich um so eine, ja, Geschäftsfamilie aus den 20er Jahren da. Aber die waren schon weit zurückliegend, hat man dann am Anfang des Films mitbekommen. Und man stieg irgendwie so ein, irgendwie ja, in den goldenen 20ern, glaube ich, irgendwie. Ja. Ist schon lange her, dass ich das gesehen habe. Ich habe es damals sogar auf Video aufgenommen, ja, weil ich es so gut fand. Für alle Fälle dachte ich mal, ja, kann man es mal machen. Und ich habe es bis heute noch irgendwie drauf, ja, auf Videokassette. Und habe danach dann die Filme, nachdem ich die Filme gesehen habe, dann die Romane, das waren echt so eine Klapper, war so Taschenbuchformat, ja. Der eine Roman, da kann ich mich noch erinnern, hieß dann Wilde Lupinen. Das ist ein Zungenbrecher schon wieder für Kulle. Ja. Ja, also das habe ich dann gemacht. Also da hat mich der Film inspiriert. Und das allererste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich damals, wo ich 16 war, war riesengroßer Fan von Hildegard Knef, auch heute noch. Und sie hat einmal eine Verfilmung gemacht von Hans Faller, der den Roman Jeder Stift für sich allein geschrieben hatte. Und da war mal so ein Guernsey-Abend, also auf dem öffentlich-rechtlichen Sender. Ja. Wer aus meiner Generation kennt noch diesen Guernsey-Abend. Ja, da gab es noch Guernsey-Abend Hildegard Knef.
weiß sogar, glaube ich, noch, wann das war. Also war ein Samstag, war immer Samstag. Und ich glaube, 1994 fiel der Samstag auf den 20. Mai. Ja. Ich überlege gerade, ob es der 20. oder 21. war. Aber jedenfalls an dem Wochenende kam das ja. War übrigens ein schöner Sommertag schon, 94. Kann mich noch erinnern, war ich im Garten bei meinem Opa mit meinen Eltern. Und ja, da war ich noch gar kein Hitler-Knef-Fan übrigens. Und habe mich dann gefreut. Ja, trotzdem, irgendwie so alte Filme, weil man hat ja schon gesehen, welches Programm dann laufen wird. Ja. Gab verschiedene Sachen. Einmal eine Serie von ihr, eine Folge Haus am See, ja. Und irgendwie ein Konzertmitschnitt von 1968, 69 irgendwie aus der Philharmonie, aus der Berliner Philharmonie. Und eben dann auch spät abends dann, also eigentlich schon nachts, Jeder Stück für sich allein, ja, von Alfred Vohra. Und das hat mich so, also ihre Darstellung von Anna Quangel, wer diesen Roman kennt von Feuerda, weiß, wovon ich rede, hat mir so gefallen. Er war zwar ein bisschen frei, ja, weil Vohra hat darauf auch Wert gelegt, dass die eigentlich gar nicht nach Drehbuch gearbeitet haben, sondern sich ihren Text eigentlich selber aus ihrem Empfinden herausgesprochen haben. Also da lag, hat Vohra sehr viel Wert darauf gelegt, war auch mit Karl Radatz in der Hauptrolle, in der Rolle des Otto Quangel, ja. Und Hildegard Knef und Karl Radatz haben da das Handwerker-Ehepaar Quangel gespielt, ja, dessen Sohn leider im Krieg gefallen ist, im Frankreich-Feldzug. Und das hat mich so dermaßen, ihre Darstellungskunst, also Radatz war auch sehr gut, aber besonders Hildegard Knef, die hat mich so geflasht, dass ich ab dem Moment dachte, okay, ich muss mal den Roman lesen. Und damit begann auch die Liebe zu dem Autor Hans Vallada da bei mir. Ja, also das habe ich verschlungen und ab da habe ich auch alles von Vallada gekauft. Ich habe hier unzählige Bücher. Ja. Und ja, ich habe mal eine Romanverfilmung oder vielmehr einen Roman vor der Verfilmung gelesen. Habe ich das richtig gesagt? Also ich habe auch einen Roman vor der Verfilmung vor einer mal gesehen, und zwar Der Trinker, auch vom Hans Vallada, der dann ja, später von Harald Juhnke gespielt wurde, ja, in den 90er Jahren irgendwie. Und da hat mir das Buch deutlich besser gefallen als die Darstellung von Juhnke, obwohl der natürlich die Idealbesetzung war, ja. Aber hat mich nicht wirklich geflasht, ja. Also den Roman, der war so eindringlich, da wurde einem richtig komisch bei. Ja. Der war so emotional geschrieben, der Roman von Vallada, Der Trinker, dass ich bitter enttäuscht war von der Verfilmung dann. Ja. War dann auch nicht in die Zeit versetzt worden, wie Vallada es eigentlich hatte. Ja. Also es war ja irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts und Juhnkes Verfilmung, ja, war dann ja in der Jetztzeit dann, also in der damaligen Jetztzeit, ja, also in den 90ern dann irgendwie angesiedelt irgendwie und war nicht toll, also fand ich jedenfalls, ja, also da war ich enttäuscht, ja, aber da hatte ich zum Beispiel den Roman zuvor gelesen, ja. Ich habe auch von Kurier des Zaren einen Roman, noch in Südterlin-Schrift, ja, und ja, was soll ich sagen, den Film fand ich damals cool wegen Kurt Jürgens, ja. Gab es zwei Teile, aber jetzt immer gemessen an nur der Kurier des Zaren. Kurt Jürgens war cool, ja. Und eigentlich mag ich so eine Historiensachen überhaupt nicht, aber Kurt Jürgens war es dann wert, ja. Und da habe ich den Roman mal angefangen, aber er hat mich nicht, ich fand ihn nicht toll. Ja. Also ich habe dann nicht weitergelesen, weil es hat mich eigentlich nicht interessiert. Ich habe den Film eigentlich nur wegen Kurt Jürgens geschaut. Ja, ja, also soweit zu der ersten Frage auch von mir, Maja. Ich hoffe, meine Kollegen haben übrigens ein bisschen Geduld, weil sie wissen ja mittlerweile wahrscheinlich schon, meine Kollegen, dass ich immer sehr ausführlich antworte. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Ja, es wird auch nur mal vielleicht eine Ja-Antwort sein. Ja, ich versuche es. Ja. Gut. Jetzt die zweite Frage. Leute, ja, auch ihr seid jetzt gefragt, weil wegen euch mache ich das Video, weil ich möchte auch mal eure Meinung lernen. Also, zweite Frage von 10. Wenn du die Möglichkeit hast, zusätzlich zur geschnittenen Filmfassung auch die Uncut-Variante zu sichten, vergleichst du dann beide
vergleichst du dann beide Filmversionen miteinander. Muss mal selber nochmal meine Frage, ich habe gerade gelesen hier auf meinem Handy, muss nochmal lesen. Ja, also, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, zusätzlich zur geschnittenen Filmfassung, noch die Uncut-Version, ja, unbedingt, weil ist doch interessant. Ich habe übrigens gestern einen Film gesehen, den ich heute rezensieren werde um 17 Uhr. Wahnsinnig verliebt, ja. War ein super Film. Dann gucke ich, weil ich das dann vorbereitet schon habe mit einem Thumbnail und so, ne? Also schon für den Livestream alles vorbereitet und habe dann gesehen, dass der Film 90 Minuten geht, also eigentlich 91 Minuten fast, ja. Und habe dann aber auf verschiedenen Filmforen gesehen, dass er eigentlich 100 Minuten geht. Ja, dann habe ich gleich mal geguckt, ob ich noch irgendwo die Filmvariante von 100 Minuten finde. Ja, sind ja dann 1,40, die ich gesehen habe, war 1,31, ja, 1 Stunde 31, und leider nicht gefunden. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, weil es interessiert mich doch, was ist da rausgefallen, aus welchem Grund, und weil der Film ja nochmal ganz anders wirkt. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich auch die Uncut-Version. Ja, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt kaufen, es sei denn, der Film interessiert mich so brennend, oder die Schauspieler, die da drin sind in dem Film, ja, die interessieren mich, ja, oder ich sammle das dadurch schon direkt, dann würde ich auch die Uncut-Version, ja, dann mir auch noch zulegen, ja. Aber ansonsten, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das. Auf jeden Fall, ist doch interessant. Also mich interessiert das brennend, wahnsinnig, was wer irgendwo mal rausgeschnitten hat. Oder vielleicht sogar, wo vielleicht nur eine gekürzte Fassung immer schon bestanden hat, vielleicht dann doch mal die Uncut-Version auf den Markt kommt, tatsächlich die ursprüngliche Variante, dann sage ich doch, ja, das muss ich sehen und dann vergleiche ich das tatsächlich. Ja, dann gucke ich da, bis dahin stimmt's und dann, da ist der Unterschied. Ja, ist ja ein starkes Stück, denke ich da manchmal, was sie da rausgelassen haben, ist doch eigentlich wichtig. Ja. Manche sagt man auch, ja, versteht man schon, aber wäre trotzdem schön gewesen, was drin ist. Ja. Aber ich vergleiche, also wenn ich die Möglichkeit habe oder wenn mich ein Film generell interessiert, wo ich es wissen will einfach, dann mache ich das. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich stehe auf Uncut. Ja. Ich habe ihm letztes Mal im Livestream versprochen, dass ich wollte sagen, ich mag keine gekürzten Filme und habe außersehen, weil ich Uncut sagen wollte, ja, irgendwie schon wieder was im Kopf hatte, habe ich dann gesagt, ich mag ungekürzte Filme oder wie soll, ja. Also nein, ich mag ungekürzte Filme, ist doch klar, ja. Und ich wollte ja mal Cutterin eigentlich mal werden, aber das war wohl der Grund, dass ich nicht Cutterin geworden bin, weil ich hätte die guten Filme zerschneiden müssen, ja. Und einfach was weghauen da müssen, geht nicht, ja. Geht bei Kohle nicht. Gut. Also ich glaube, das war jetzt schon genug der Antwort. Mein Gott, ich rede heute auf ihren Schluss. Also, jetzt Frage 3 von 10. Ja. Gesetzt den Fall, du bist mehrere Sprachen fähig. Schaust du dann lieber die Originalversion oder die Synchronfassung? So, also, ich kann noch ganz gut Englisch, Deutsch kann ich perfekt und Französisch lerne ich. Also, da kann ich jetzt schon Romane lesen. Ja. Also, lesen geht sehr gut, verstehen ist bei mir ein bisschen schwierig bei Französisch. Aber ich schaue immer gerne französische Filme, haben ja schon viele mitbekommen, dass ich da eine Affinität dazu habe. Und zwar wirklich in vollen Zügen. Und ich habe zum Beispiel auch viele, auf YouTube gibt es ja viele Filmkanäle aus Frankreich und die laden immer tolle Serien und Filme. Ich gucke dann gerne die Originalfassung tatsächlich, um zu lernen, um das Hören zu praktizieren bei jeder Region. Hat einen anderen Dialekt so ein bisschen und jeder Mensch spricht ja auch anders. Manche sprechen sehr leise oder sehr, sehr deutlich oder aber auch sehr langsam, manche aber auch sehr schnell, ja, manche Regionen in Frankreich, ja, so manche Leute da. Und manche verschlucken dann auch Silben, ja, einfach weil ein Slang so ist, ja, also Dialekt quasi so ein bisschen. Und das will ich trainieren und deswegen mache ich das, ja. Und ich schaue wirklich vorrangig gerne Originalversion, auch wenn ich dann natürlich auch die deutsche Version schaue, wenn sich das dann ergibt, also weil viele französische Filme zum Beispiel werden in Deutschland gar nicht, kamen gar nicht auf den Markt erst, ja, komischerweise. Dabei sind die unheimlich gut, ja.
Da frage ich mich wirklich, warum da nicht irgendwie was gemacht wurde mal. Und es ist dann tatsächlich für mich schwierig, weil ich mich so an die französischen Stimmen, also die Originalstimmen von den Schauspielern gewöhnt habe, dass wenn ich doch mal auf eine deutsche Version Fassung vor eines Films da komme, ja, oder überhaupt derjenige dann eine deutsche, ja, irgendwie einen deutschen Film gemacht, war zum Beispiel bei Lynn Renault jetzt letztens mit im Taxi mit Madeleine. Ich habe viele Filme mit Lynn Renault in der Originalsprache, also im Französisch, gehört. Lynn Renault hat eine unheimliche Ausstrahlung, wenn sie mit ihrer eigenen Stimme natürlich spricht. Ja? Also die passt so gut zu ihr, ist so eindringlich, so faszinierend auch dann noch mehr die Frau. Ja? Und jetzt letztens kam halt im Taxi mit Madeleine auch hier in Deutschland zum Glück endlich mal wieder ein französischer Film in die deutschen Kinos auch. Ich habe es dann erst über Streaming geschaut, komme ich aber auch nochmal später kurz zu. Ja, das war für mich unendlich unfassbar schwierig, mich an die deutsche Stimme zu gewöhnen. Ja, für die, die Lynn Renault vielleicht nur Deutsch dann, hat ja auch Willkommen bei den GD gespielt und so, ja, kennen, die können sich da wahrscheinlich sehr gut mit identifizieren, aber ich hatte echte Probleme und dachte, boah, ihre schöne Stimme, also ihre Stimme, eigentlich ihre persönliche Stimme, die fehlt mir. Ja. Das fehlt wirklich. Und auch Dani Boon, ja, war für mich auch schwierig. Ja. Da ging es aber, weil ich nicht so eine Verbindung zu Dani Boon habe, aber dann doch mehr zu Lynn Renault, weil ich unheimlich viele gute Komödien, Dramen mit ihr gesehen habe. Ja. Die kann ja wirklich alles spielen. Das ist wirklich schwierig. Oder auch im Englischen halt, ich habe viele Filme mit Al Pacino gekauft. Ja. Achso, wollte ich aber noch sagen. Zum Glück hatte Prime das dann so gemacht, dass ich auch Französisch die Neuerung hören konnte. Also das war dann nochmal gut. Ich habe es dann nochmal nachträglich Französisch gehört. Das war dann genutzt. Ich habe zwar so gut wie gar nichts verstanden, ja. Immer noch, weil das natürlich ein ganz anderer Rhythmus dann wieder ist mit der Sprache, wie ich eben schon erwähnte. Aber es war ein Genuss für mich, ja. Lynn Renault mit echter Stimme, ja, also mit ihrer Stimme. Ja. Und mit Al Pacino, wie gesagt, habe ich viele Filme, ja, gekauft auf Streaming-Basis. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn man dann Scarface sieht oder so und dann das Englisch sieht oder Hundstage, also Dr. Afternoon quasi oder Afternoon, ja, das macht schon richtig Gaudi, ja. Wenn Al Pacino da mit seiner ein bisschen rauchigen Stimme da dann redet, obwohl ich wirklich sagen muss, die deutsche ja, Standardstimme von Al Pacino, Frank Laubrecht, ist einmalig. Ja. Da kann man nichts. Ja. Und da freue ich mich dann auch immer, wenn irgendwie ein deutscher Film oder wenn irgendwie die Serie, auch Hunters, ja, zum Beispiel habe ich sehr, sehr gerne gesehen, ist ja eine Amazon Prime-Serie, auch Laubrecht, den habe ich kaum, ja, wie soll man sagen, erkannt, weil die Stimme älter geworden ist und auch ein bisschen angepasst an Pacino werden musste. Und da dachte ich, ist das Laubrecht? Aber stand dann hinten dran, ist Laubrecht. Ja, ja, jetzt, wo er älter wird, habe ich ein bisschen Probleme manchmal, weil wenn ich Pacino höre, weil hört sich wirklich völlig anders an. Aber ich freue mich dann immer, ja. Aber es geht nichts über Originalstimmen. Ne? Und wenn man es dann verstehen kann, ja. Englisch geht bei mir jedenfalls deutlich besser. Ich habe zwar nicht großartig mehr sprechen müssen seit der Schule, aber ich habe es irgendwie, Englisch fiel mir immer leicht. Deswegen kann ich es auch heute noch recht gut, ja. Und aber meine Liebe ist die französische Sprache. Aber ich verstehe es dann halt ganz gut, ja, Englisch. Ja. Also habe ich nicht so großartige Probleme. Und dann gucke ich auch die Originalfassung, wenn sie mir dann mitgeliefert wird, ja. Also auf jeden Fall. Gut, also wissen wir das. Ja. Jetzt kommt Frage. Vierchen ist jetzt schon. Frage Vierchen von Zehnchen. Ja. So, gut. Jetzt mal so. Schaust du auch nicht synchronisierte Filme im Originalton mit deutschen Untertiteln? Ja, ist mir mal schon mal passiert. Da war ein guter Film irgendwie auf dem Kultursender, französischen Kultursender damals. Und den gab es tatsächlich nur in Originalton, ja. Und deutsch untertitelt, ja. War ein bisschen schwierig, weil das ging sehr, sehr schnell mit den Untertiteln da. Und dann, ja, da kann man sich einlesen. Ich kann immer recht schnell lesen, aber es ist immer blöd für mich. Man will natürlich auch was von der Handlung mitbekommen. Ne? Und dann guckt man da, ist der Text schon wieder weg. Und
Das Problem ist natürlich bei untertitelten Filmen in Originalton oder Sprache. Es ist immer unglaublich schlecht manchmal übersetzt. Ne? Also da ist nur das Nötigste übersetzt, schon um die Lesbarkeit besser zu machen, also dass es schneller geht, dass man einfach, eigentlich ist es nur sinnmäßig oft übersetzt. Ja? Und das stört mich natürlich enorm. Ja? Wenn man dann zum Beispiel ist mir, ich habe es mich schon mal überprüft mit Französisch und so, weil lesen kann ich sehr, sehr gut und verstehen. Wenn ich es lese, kann ich es auch sehr gut verstehen. Dann, ja. Hab mal die Probe aufs Exempel gemacht, Film in Originalton gehört und dann aber noch die französischen Untertitel mit eingeblendet, ja. Oder umgekehrt vielmehr, ja. Dann, also Französisch jetzt zum Beispiel, ja. Ton. Deutsche Untertitel dazu. So, ja. Waren grausam. Ja. Dachte, meine Güte, die sagen da was ganz anderes. Da haben die manchmal ganze Sätze weggelassen. Einfach nur sinnmäßig übersetzt. Ja. Das, also, und das kriegen natürlich die Sprache nicht können. Ja. Kann ja auch mal ein ganz anderes Italienisch sein oder sonst was. Oder ach, gibt so viele Sprachen. Ja. Und wer dann natürlich das nicht kann, ja. Der denkt, okay, alles gut, ja, wird schon alles ordentlich übersetzt. Nein, es ist eben oft einfach nur sinngemäß übersetzt und ist natürlich auch technisch, damit das besser lesbar ist. Es sollten ja immer bloß höchstens 2 Zeilen Untertitel sein, ja. Das ist aber Mist, wenn man es dann wirklich, wenn man wirklich eine Sprache beherrscht, dann kriegt man es mal mit, wie da rumgeschlampt wird. Ja. Und das ärgert mich. Aber wie gesagt, es gibt schon Filme, wenn sie mich interessieren vom Inhalt her und dann auch wirklich gut sind am Anfang und mich da schon flashen und einfach toll agiert da wird, dann schaue ich auch mal Filme mit Untertitel, wenn es nicht anders geht. Aber wenn es vermeidbar ist, mache ich es nicht. Ne? Ist mir mal mit einem Film mit Dalida auch so gegangen. Ja? Ist ja auch Schauspielerin, die Sängerin Dalida aus Frankreich. Ja? Die hat mal Le Sixième Jour gemacht, ja, also der 6. Tag. Ich glaube, den gab es damals einmal in Deutsch, auf Deutsch. Den hat meine Mama noch gesehen, da war ich aber noch Kind. Ja. Und dann habe ich ihn später mal gesehen, da war es noch untertitelt. Ja. Und das war in hebräischer Sprache gemacht worden, dieser Film. Und da verstehe ich natürlich nichts. Ja. Dalida konnte ja perfekt Französisch, ja. Hat ja da ewig gelebt. Kommt ja eigentlich aus Ägypten, gebürtige Ägypterin, aber ist dann nach Frankreich wieder gegangen und konnte das perfekt, ne? Und aber Hebräisch, also da bin ich, geht nicht, ne? Da bin ich durch damit, ne? Also da geht nichts, ne? Da bin ich auf Untertitel angewiesen und da waren dann die Deutschen und ich weiß natürlich, dass das bloß wieder naja, übersetzt war, gerade mal das Nötigste, ja. Und das macht den Filmgenuss natürlich dann nicht so teuer. Also da kann ich mich erinnern. Aber also wenn ihr den mal irgendwie sehen solltet, dass es den nochmal auf Deutsch gibt, Le Sixième Jour, der 6. Tag, ja, ist ein super Film. Den werde ich auch mal rezensieren. Also ja, gut. Also wisst ihr jetzt Bescheid, was ich dazu meine. Ja. Gut. Also. So, 5. Frage. Wir sind schon bei der Hälfte. Ja. Wie viel nehme ich schon auf? Eine halbe Stunde fast. 24 Minuten oder was? Fast 25. Jetzt sind sie noch 25. Leute, bei 25. Minute, Frage 5. Ja. Die Hälfte rum. Was bevorzugst du? Filme, die auf CGI-Technik basieren? Ne? Oder vielmehr Sätzen? Oder den guten alten Film? Also so, wie man ihn kennt. Ja, ja CGI kann mal ganz nett sein. Gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Ja. Man kann zum Beispiel an einem Ort sein und gut, kann man auch mit einem Greenscreen machen, aber da gibt es schon auch ja andere Möglichkeiten, dass man da und da und da ist und dann im Hintergrund einfach ja. Und dann auch mit Animationsfiguren spielen kann und sowas alles. Also zusammen schauspielern kann alles. Oder was auch immer. Ja. Es ist eine ganz gute Technik, wenn es dann irgendwie bei Skyfall kann ich es gut verstehen. Ja. Aber oder bei so, ja, wo man dann auch sagt, nicht nur Skyfall, sondern einfach so abgespacete, positiv gemeint, ja, abgespacete Filme, ja, die einfach nur mal so ein bisschen auch so künstlerisch mal irgendwie sich austoben wollen, ja. Kommt immer drauf an, ja, ob es passt. Es ist jetzt heutzutage natürlich
wird viel zu viel darauf gesetzt, würde ich sagen. Und ich bevorzuge aber dennoch generell die klassischen Filmvariante, also wo wirklich ein Kameramann dasteht und wo wirklich im Atelier gedreht wird oder vor Originalschauplätzen, ja, wirklich vor Originalschauplätzen und nicht, dass die irgendwie per Greenscreen, Bluescreen oder sonst wie CGI oder was möglich da wäre, dann ja gespielt werden, sondern wirklich vor Originalschauplätzen. Das hat ein ganz anderes Feeling, ja, das ist wirklich dann wie, ja, echt, ja, da kann man wirklich dann auch sagen, da ist man wirklich dann wie mit dabei als Zuschauer. Ja. CGI ist wie so ein Traum, den man träumt in der Nacht und dann macht man auf und weiß, es war nichts echt. Ja. Also ich für meinen Teil bevorzuge dann die alte Filmtechnik. Ja. Gut. Frage 6. Ja, 6. Frage 6. Schaust du dir alle Filme deiner Lieblingsschauspieler oder Regisseure an, also auch Lieblingsregisseure meine ich jetzt gerade. Schaust du dir alle Filme an, wenn jetzt dein Lieblingsschauspieler mitspielt, dein Lieblingsregisseur wieder einen Film gemacht hat, schaust du dir alle Filme an? Ja, bei einigen mache ich das. Also viele wissen ja jetzt schon mittlerweile, ich habe schon öfter gesagt, bin ein großer Kurt-Jürgens-Fan und den habe ich. Den vergöttere ich, also besonders mit 17 habe ich den abgöttisch vergöttert. Ja. Und heute auch noch. Ja. Ich sammle heute noch alles von ihm. Ja. Aber da nehme ich wirklich alles auf. Ja. Da gucke ich auch jede Dokumentation oder irgendwas, also egal was von ihm dann kommt, also kann jetzt auch nicht so ein guter Film sein. Ich nehme das auf, ich schaue es mir auf jeden Fall an. Es gibt keinen Film, also der jetzt seit 1995 irgendwie nochmal auch vom Frühjahr ausgestrahlt wurde, den ich nicht gesehen habe. Es gibt natürlich viele Filme, die ich nicht gesehen habe, einfach weil sie noch nicht ausgestrahlt oder wieder neu veröffentlicht wurden. Ja. Aber da schaue ich mir alle an. Oder bei Hildegard Knef, bei Obi Fischer. Ja. Es gibt auch so Schauspieler zum Beispiel, die ich total mag, die ich wirklich, also wo ich sage, also wenn es den nicht mehr gäbe, wäre traurig, ja. Wie bei Alain Delon, ja. Da schaue ich mir so gut wie alle Filme an, ja. Aber eigentlich nur die, die mich interessieren. Also wenn jetzt, ich habe auch mal historische Filme wie Schwarze Tulpe und so gesehen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also Alain Delon hat mir sehr gut gefallen. Schnuckliges Kerlchen gewesen, ja. Hübscher Mann. Aber hat mir von der Thematik nicht so gefallen. Ja. Gut, würde ich jetzt nicht nochmal schauen. Oder letztens wurde mir einer vorgeschlagen bei Amazon Prime. Dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, ja, vielleicht aber auch nicht. Ja. Aber Delon hat ja wahnsinnig gute Filme gemacht, zum Beispiel auch Der unheimliche Fremde. Super Psycho-Thriller, ja, aus Frankreich. Also den habe ich schon mehrmals gesehen. Ja. Und ja. Oder Depardieu, ja. Ja, da schaue ich eigentlich auch alle Filme. Ja. Gibt auch manchmal Filme, da bin ich dann ein bisschen enttäuscht. Also wie hieß das? Der Bulle oder so, ja. War, glaube ich, auch mit, wie hieß er denn? Binoche. Mit Binoche noch, glaube ich. Ja, war halt ein 80s, Film, ja. War in Ordnung, aber muss ich nicht nochmal haben. Also, es gibt also manche Schauspieler, da gucke ich mir wirklich alles an. Also wirklich, was ich eben gesagt habe am Anfang. Ne? Und dann gibt es aber auch totale Lieblingsschauspieler, wo ich sage, ja, schon so gut wie alles, da komme ich ganz glatt ins Stocken. So gut wie alles, aber ja, wenn jetzt nicht, ist auch nicht schlimm. Ja? Also das hat so mit dem Herz zu tun. Obwohl die anderen Schauspieler mir dann auch sehr wichtig sind, aber es gibt welche, wo ich sage, da kann ich wirklich nicht drauf verzichten. Wenn ich da nur eins verpasse, ist es für mich wie ein Weltuntergang. Ja, gibt es. Ja. Also ist es auch egal, kann aus Frankreich kommen, kann aus Deutschland kommen. Ja. Gentano zum Beispiel mag ich viele Filme. Ja. Aber ich habe jetzt keinen Drang, den jetzt immer wieder zu sehen. Oder Define, ja. Ja, habe ich viele Filme gesehen, ja. War lustig, ja.
Aber wäre jetzt nicht, oh, wenn jetzt da wiederkommt, muss ich jetzt wiedersehen. Oder, oh, muss ich unbedingt aufnehmen. Nein, wirklich nicht. Reicht einmal oder zweimal oder auch wenn das mal wieder kommt. Oder wenn es auch mal kommt, sagen, ja, über heute habe ich keinen Bock. Also, ja. Aber es gibt eben Schauspieler, wo ich wirklich sage, muss ich sehen. Bei Regisseuren ist es eigentlich mir egal. Ja. Da interessiert mich eigentlich nur der Film. Also wegen Regisseuren habe ich, obwohl Chabrol-Filme sehe ich wirklich wahnsinnig gerne. Also da gucke ich jetzt auch nicht alle Filme, ja. Kommt drauf die Handlung drauf an. Aber Chabrol ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsregisseure. Und da sage ich tatsächlich, ja, also da habe ich wirklich mal eine ganze Reihe durchgesehen, weil ich mal sehen wollte, so die Machart. Gefällt mir. Also hat mir sehr gut gefallen, die Machart von Chabrol, ja. Ja. Ist toll. Ja. De Palma auch viele Filme gesehen, aber jetzt nicht, oh, der hat wieder einen Film gemacht, der Regisseur, da muss ich schauen. Das nicht, ja, so nicht. Aber wenn ich sehe mal so irgendwie in der Vorschau, oh, mal sehen, was der wieder gemacht hat. Ach, klingt nett, dann schon, ja. Okay. Müsst ihr sehen, wie ihr antwortet. Interessiert mich schon mal. So. Jetzt Frage 7. Lange Frage, ich hoffe, ich verhaspel mich nicht. Fängt jetzt schon gut an. Also, Leute, hört gut zu. Lange Frage. Wie wichtig ist dir der Soundtrack bzw. die Film-, Serienmusik im Allgemeinen zu Filmen, Serien etc.? Hast du beispielsweise schon mal einen Soundtrack gekauft, obwohl der Film, die Serie etc. dich nicht wirklich interessiert hat? Ja. Ich habe mal einen ganz guten Film gesehen, ja. Lonely Sunday. Also der hatte noch einen Zusatznamen. Also es war ein Lied von Liebe und Tod, glaube ich. Ja. War so eine internationale Produktion, aber mit Deutschland auch zusammen. Auch wieder mit Ben Becker damals gewesen, um die 90er Jahre. Da wurde ständig das, man hatte gesagt, es wäre der Film zum Song Lonely Sunday, ja, also Einsamer Sonntag. Stimmt aber so nicht, ja, war sehr fiktiv, ja, hat nur in Ansätzen hat man, wer die Geschichte zu Einsamer Sonntag, Lonely Sunday kennt, ja, der wusste dann schon, was gemeint ist da, aber es hat nichts mit dem Komponisten zu tun, da, ja. Es war einfach nur ein Liebesfilm in Zeiten des Krieges irgendwie, ja. Und, aber es spielte da wirklich ein guter Soundtrack. Ja. Da wurde richtig mit orchestral richtig toll gemacht und so. Und da hat mir wirklich die Musik gefallen, obwohl ich den Film nicht aufgenommen habe. Er hat mir zwar ganz gut gefallen, der Film, ja, aber musste ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber der Soundtrack hat mich gefesselt. Ja. Schon wegen dieser Melodie, die so eindringlich war. Eigentlich habe ich es bloß wegen Lonely Sunday gekauft, weil da eine neue Interpretation dabei war, die mich total geflasht hat. Ja. Also fand ich gut damals, zu der damaligen Zeit. Und ist auch übrigens mein YouTube-Channel, auf meinem YouTube-Channel in der Playlist irgendwo zu finden. Ja, der Soundtracks, die ich gut finde. Ja. Und ich habe dazu sogar ein eigenes Video gemacht mit dem Soundtrack. Ja. Könnt ihr mal schauen. Einfach Lonely Sunny, Einsamer Sonntag eingeben. Sieht dann schon ein cooles Filmbett und dann habt ihr es. Ja. Fand ich sehr, sehr gut. Und da habe ich mir tatsächlich mal den Soundtrack gekauft. Obwohl mich der Film jetzt, also er war nicht schlecht, ja, für etwas für die 90er Jahre, war glaube ich von 1999, der Film, war ganz gut, ja. Aber ja, jetzt auch nicht nennenswert, aber den Soundtrack, den musste ich haben irgendwie, ja. War gut, war so ein Album, CD-Album damals, 14 Songs drauf oder so. Ja, und sowas kann natürlich immer wieder mal passieren bei Kohle, ja. Aber, ja. So, Frage 8. Angenommen, du bist kein Kinogänger. Könnte dich zumindest einmal doch irgendetwas dazu bewegen, ins Kino zu gehen? Also ich bin kein Kinogänger, generell nicht. Ne? Kaltes Kino, musst auch noch unterwegs sein, musst irgendwo hinfahren, nervt schon wieder mal. Ja, da musst du auch wieder zurück. Stell mal vor, du siehst einen traurigen Film und dann musste da Rotz und Wasser heulen, wie man so sagt, und verschminkt dir die Tusche hier überall. Dann rennst du da raus wie so ein Halloween-Clown da. Ja, nee. Oder du lachst, ist genau dasselbe, ja.
mir als viel zu unpersönlich. Aber es gab tatsächlich mal in der letzten Zeit, gab es mal einen Moment, da habe ich dran gedacht, ins Kino zu gehen und habe sogar schon die Karte bestellt. Und zwar ein Taxi mit Madeleine war das, weil ich mich so gefreut habe, dass ein Film mit Lien Renault ja, hier in Deutschland ins Kino kommt. Habe ich schon alles bestellt gehabt, dachte ja, okay, gönnst du dir mal. Ja. Und dann kriege ich voll die Migräne. Ja. Ging nicht. Musste ich absagen dann. Ja. Schade, ne? Aber ich habe gedacht, ja, sparst du wenigstens ein bisschen das Fahrgeld. Ne? Und Kinokarte wartest du, bis auf Prime kommt, weil das wusste ich, dass der auf Prime dann kommt, weil schon alles da stand, wann veröffentlicht wird. Und dann kaufst du mir da, schön mit Originalton dann auch. Ne? Hätte ich ja im Kino nicht gehabt, hätte ich wirklich nur die deutsche Version gehabt. Ja. Und ja, dann habe ich mir auch Prime dann gekauft und konnte wirklich dann schön schauen und habe am Ende wirklich Rotz und Wasser heulen müssen. Ja. Da dachte ich, ich kann mich auch nicht beruhigen. Ja. Aber du musst ja dann schnell raus aus Kino, weil die nächste Vorstellung ja vorbereitet wird im Grunde. Ja. Da dachte ich, ein Glück, dass du nicht ins Kino gegangen bist. Muss jetzt nicht sein. Also, mache ich auch nicht. Also, aber da wäre es so ein Grund gewesen, dass mich, also das fast zum Kino getrieben hätte. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt sehr wenige Leute, wo ich da jetzt extra da den Weg zum Kino machen würde, wirklich. Also, muss ich echt sagen. Ja. Nö. Dann lieber schön zu Hause und dann musst du auch nicht hier noch extra Chips überteuert kaufen oder Popcorn. Ja, trinken kannst du auch nichts mehr ins Kino mitnehmen, ja, weil sie ja überteuert lieber die Cola oder so verkaufen wollen. Ja, und welche Softdrinks da ja, oder sonst was. Nee, da hole ich mir lieber schön im Supermarkt irgendwie was richtig günstig ist und mir schmeckt und so. Ja. Und dann ja, schön auf meine Couch so legen und dann kuscheln, einkuscheln in eine Decke und dann schön schauen. Ja. Das macht Spaß, das macht Freude. Dann kannst du auch nochmal zurückspulen. Ja, hab den Ton gerade nicht so verstanden. Was ist da los? Ja. Oder oh, da war ja eine schöne Geste, so mal nochmal gucken. Ganz genau. Anhalten bei dem Film. Also ist viel besser. Viel besser. Ist meine Meinung. Ihr könnt ganz anders sein. Ja. Neunte Frage schon. Leute, die vorletzte Frage bereits. Hast du schon einmal eine Kinovorstellung frühzeitig verlassen und dein Geld zurückverlangt? Wenn ja, was bewog dich dazu? Ja, nee, also ich war ja früher mal öfter im Kino, ne? Also so als Kind, Jugendliche, na, bis durch so 25 war so ungefähr. Ja. Ich glaube, das letzte Mal war ich bei Schakis Sohn im Kino. Ja, war ich auch mal mit meiner Mama ja, zusammen. Ja. Und da musste sie noch mal kurz raus und der Film lief aber schon. Dann hat sie sich aus Versehen in eine falsche Reihe gesetzt. Wir hatten eigentlich Plätze nebeneinander. Und dann hat sie vor mir gesessen, so quer rüber. Und sie guckt so, Dani, wo bist du denn? Und sie so, oh, hier. Ja, so ja. Also da hat sie kurz den Raum verlassen an den Saal, ja. Weil man erstmal aufs Klo musste. Und der Film aber dann schon angefangen hat und alles dunkel war. Aber so wegen Film an sich habe ich dann nie, also ich hab dann bis zum bitteren Ende durchgehalten, obwohl ich einige Filme gesehen habe, wirklich davor, die Vergangenheit, die waren mitunter nicht doll. Also da hätte ich schon mal ganz gerne mein Geld zurückverlangt. Jetzt nicht wegen Chucky oder so, ja, war ganz lustig, ja. Aber es gab auch andere Filme, wo ich gesagt habe, toll. Ja, und dafür Kohle ausgegeben. Kann dir natürlich auch passieren, wenn du so irgendwie Filme kaufst, ne? Streaming oder so. Aber gut, ja. Aber dann dafür extra noch ins Kino gegangen, ja. Und dann vielleicht noch Film, Schrott und Kohle gibt's nicht. Oder du musst gleich am Anfang raus, ja, da weiß ich doch noch gar nichts. Ja. Nee, aber sowas habe ich echt noch nie gemacht. Also entweder habe ich den Film dann durchgehalten und habe mal eine Runde geschlafen vielleicht. Oder bin eingeschlafen, ja, weil der Film so Mist war. Aber Kohle wirklich ausgegeben nicht. Also zurückverlangt nicht. Ja. Aber ausgegeben schon leider, ja. Ja. So, Leute, es ist wieder 44 Minuten gleich. Wir sind jetzt 41,5. Nee, doch. Aber die letzte Frage, Leute. Da kann ich die Kohle in den Husten reißen. So, zehnte
Frage, letzte Frage. Was ist deine bevorzugte Tageszeit, um Filme zu schauen? Morgens, mittags, nachmittags, abends oder nachts? Und warum ziehst du diese Tageszeit den anderen vor? Also meine bevorzugte Tageszeit ist ja Abend und Nacht. Also ab da, wo es dunkel wird, ab da, wo die Nacht so schön hereinbricht. Ich bin der Nachtmensch im Grunde. Ich liebe die Nacht, ich liebe den Mond. Ich mag sowieso, auch wenn es verregnet ist und keine Sonne ist. Ich mag Sonne bis aufs Blut nicht. Ja? Sonne kann mich mal sonst wo, ja? Aber nicht in mein Gesicht oder sonst wo. Ja? Mich nicht nerven. Ja? Ich liebe tatsächlich richtig den Abend, die Nacht. Und ich bin auch froh, Leute, dass morgen wieder Normalzeit herrscht und nicht diese falsche Zeit, die man uns als Sommerzeit präsentieren will. Ja? Und eine Stunde uns hier einfach immer klauen. Endlich morgen, Leute, vergesst das auch nicht. Zusätzlich mal gesagt, morgen um 3 Uhr morgens, also am Sonntag um 3 Uhr, werden die Uhren wieder zurückgestellt. Endlich auf Normalzeit, die richtige reguläre Zeit, die wir hier haben, ja, auf 2 Uhr. Ja. Und da freue ich mich dann natürlich immer. Dann wird es nämlich auch wieder schneller dunkel. Ich liebe das. Ja. Da wird es schon um 16 Uhr vielleicht schon dunkel. Ja. Und dann gucke ich gerne Filme. Am Tag, ich muss jetzt manchmal am Tag schauen, weil ich es abends einfach nicht mehr schaffe. Wegen cooles Filmwetter halt. Und ich habe es letztens zwei, dreimal gemacht. Ja. Erst ist mir die Sonne auf den Zeiger gegangen, hätte beinahe was gesagt. Ja. Ich war so wütend, Sonne macht mich so aggro, so wütend. Ja. Dann sieht man nichts richtig. Ja, und man kann sich nicht, es ist gemütlicher am Abend. Ja. Oder am Nachmittag, wenn es schön kuschelig, schön mit kleinen Lampen an und so. Ja, wenn es jetzt dunkel wird, schön. Wunderbar. Das Beste, was Besseres gibt es gar nicht. Ja. Also für mich ist Abend, oder ab da, wo es eigentlich wie Abend wird, ja. Ab da dann ja. Ich gucke dann, wie gesagt, manchmal auch tags, eben wegen cooles Film, wenn ich es nicht mehr geschafft habe am Vortag, kommt der Flair nicht richtig rüber, kommt das Feeling nicht richtig rüber, macht mir keinen Spaß. Da guck mal einfach so, wie auf dem Sprung, wisst ihr? Und so am Abend, so, wenn es so schön dunkel ist, da bleibt so ein bisschen wie die Zeit stehen. Ja, obwohl die Zeit mit dem Film weitergeht dann, aber es ist einfach grandios. Ja. Ihr könnt es ja vielleicht anders sehen. Ja. Aber ich finde es schön, wenn es draußen schön regnet und dunkel ist und vernebelt ist. Ja. Und für mich Abend und Nacht, also ab da, wo es dunkel wird. Ja. Kann also auch schon Nachmittag sein, wenn irgendwie jetzt so. Ist egal. Gut, Leute. Mehr habe ich nicht zu sagen. War doch nichts mit, einfach nur mit Ja und Nein antworten mal bei mir. Ich muss mich immer lang halten. Ich hoffe, meine Kollegen, die ich jetzt hier darum bitte, diese Fragen zu machen, schauen sich das Video wirklich bis zum Ende an, dass sie wissen, welche Fragen kommen. Aber ich verlinke die auch unten in die Videobeschreibung wieder rein und nominiere dann auch welche unten in der Videobeschreibung, sage jetzt aber schon, wer nominiert ist. Ich wollte es eigentlich schon am Anfang machen. Aber naja, die Kohle hat es doch aufs Ende verschoben. Ja. Gut, ich muss mal kurz hochscrollen hier, Leute. Und zwar, hoffentlich spreche ich alles richtig aus. Da verhasst mich jetzt nicht schon wieder. Ja. Gut, also, Nominierung Nummer 1, der diese Fragen jetzt hier beantworten muss und soll. Ja, also ich würde mich freuen. Ja. Ist Wutan Mattis Movie Collection. Ja. Denn Wutan Mattis Movie Collection, habe ich letztens gehört, dass der schon ewig und 3 Tage nicht mehr getaggt wurde. Aber er will unbedingt mal getaggt werden. Und da hat die Kohle ein bisschen Mitleid gehabt und dachte, gut, ich mache jetzt bald ein Tag-Video. Du bist schon mal vorgemerkt. Und heute ist es soweit. Heute bist du gefragt, Wutan Mattis, Movie Collection. Es ist wirklich wahr. Du hast dich nicht verhört. Aber kannst auch gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da steht es auch. Und du kannst auch noch mal zurückspulen. Du bist wirklich, deine Meinung ist heute gefragt. Ja, von Kulle. Ja. Gut. Nominierter Nummer 2, ist jetzt der Filmrebell.
Ja, wenn man schon Rebell ist mit Filmen, dann muss man auch natürlich mal damit rechnen, dann entdeckt zu werden von der Kulle. Ne? Weil das sind ja auch alles so Fragen, die so ein bisschen rebellisch sind vielleicht. Jedenfalls sind sie von mir so beantwortet worden. Also, der Filmrebell. Freut mich, wenn du mitmachst, ja, wenn du Bock hast darauf. Man hat mir ja gesagt, es muss nicht jeder Geteckte mitmachen. Aber ich hoffe, dass sie alle mitmachen, Leute. Ist doch klar. Ja. Ich muss doch 4 Leute nominieren, damit das Video hier viral geht. Ja. Und bekannt wird und so. Ist ja auch interessant, mal zu wissen, wer hier alles wieder anders so denkt als ich. Ja. Also bitte macht mal mit, ja. So. Und jetzt weiß gar nicht, ob der mitmachen wird. Ich weiß überhaupt nicht. Ja. Und zwar Jim Jack Hadmes, der letzte YouTuber. Also der letzte YouTuber, warum er sich so genannt hat, weiß ich nicht. Ja. Weil nach ihm kamen dann auch, kam auch noch viele andere und auch ich. Ja. Also von daher, gut, keine Ahnung. Vielleicht hat er gedacht, so, gut. Könnte so sein, ne? Aber okay, also Jim Jack Hadmes. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Ja, der letzte YouTuber. Du bist auch gefragt. Ne? Ich hoffe nicht hier, dass deine letzte Meinung generell ist, ne? Aber ja, 10 Fragen sind zu beantworten. Wäre schön, wenn du mitmachst. Wenn du Bock darauf hast. Würde mich freuen. Ja? So, und dann natürlich zu guter Letzt. Der Beste hebt man sich immer zum Schluss auf, Kinder. Ist doch klar. Ja? Ich muss mich natürlich mal revanchieren. Und zwar beim Film Frick Marcel. Der hat mich ja damals beim Verpackungstick gedeckt. Ja. Und da habe ich dann so gedacht, ja, also als Revanche, weil ich es nett fand, da mitmachen zu dürfen, damals dachte ich, okay, wenn ich dann den ersten Tag, das erste Tag-Video von mir mache, ja, dann ist natürlich klar, dass, ja, also, dass ich mich dann auch für ihn entscheide. Weil, ja, muss so sein, Leute. Da muss man kollegial auch sein. Ja. Eine kleine Revanche. Ja. So, Filmfreak Marcel. Deine Meinung ist also auch gefragt. Ja. Wird alles unten verlinkt, Kinder? Ich hoffe auch, dass meine Meinung euch trotzdem interessiert, auch wenn meine Videos immer so lang dann werden, wenn ich antworte. Aber ich bin wirklich so, ich mehr mich dann immer so aus und ich will auch ein bisschen euch ja veranschaulichen, warum ich so denke oder warum ich eben nicht so denke wie andere oder so. Und mir fallen dann auch immer so viele Beispiele ein und ich will euch das natürlich so gut wie möglich nahe bringen. Ja? Von daher bitte ich da ein bisschen um Nachsicht. Ja? Die Kulle ist einfach so. Ja? Kurz kann jeder. Ja? Lang halten kann, können sich viele, aber ja, ich bin immer so, ich schildere auch gerne, warum ich etwas so empfinde und nicht anders. Ja? Also müsst ihr euch bei coole Swimwelt, müsst ihr immer, wenn die am Start ist, dann werden es lange Videos. Und das ist noch länger als mein Antwortvideo auf hier Filmfreak Marcel Verpackungstag hier. Ja, jetzt sind wir schon über 50 Minuten. Leute, ja. Also, wie gesagt, die Fragen sind alle in der Videobeschreibung ordentlich aufgelistet. Ja, weil die Kulle hat sich ja hier manchmal versprochen. Ist ja nicht fein. Ach so, sind ja auch gar keine 50 Minuten. Ich sehe jetzt hier bei meiner Aufnahme sind 50 Minuten, Kinder. Aber ich schneide, glaube ich, noch ein bisschen was raus. Also es könnte sein, so 5 Minuten kommen raus. Also, ja. Also von daher, achtet jetzt nicht darauf, was ich von der Zeit her gesagt habe. Ist egal. Aber die Fragen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ja, die Tech-Kandidaten, die ich nominiert habe, auch alle in der Videobeschreibung. Ja. Und ja, dann bin ich schon mal gespannt auf eure Antworten und ob ihr alle mitmacht. Ob ihr euch cooles Fragen stellen wollt. Ja, würde ja wunderschön sein. Und ich bin dann heute nochmal wieder am Start. Also ich weiß nicht, ob heute das Video hier, das ich jetzt gerade mache, hochkommt oder hochgeladen wird. Nicht, dass er wieder hochkommt. Also, aber, oder ob ich es erst morgen schaffe. Ja, aber heute, also wenn ich heute sage, dann sage ich entweder, heute bin ich dann live oder ich war bereits live. Ja. Und zwar mit dem Film hier. Wahnsinnig verliebt. Ja, das muss wahr sein. Ja. So, das war's von der Kulle. Kurz und bündig sage ich jetzt, Salü, hab ein Tour mit. Eure Kulle. Tschüss und viel Spaß beim Mitmachen. Ciao.